Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Rumoworld. Und in der letzten Folge hatten wir die Schwierigkeit hochgestellt und ja, wir werden einfach mal gucken, was das Ganze hier so bewirkt. Wir haben schon einen großen Angriff hier bekommen, da ist auch noch das Blut von denen und da bin ich mal gespannt, inwiefern das hier ja einen Einfluss haben wird. Also diese Umstellung halt, da bin ich echt mal gespannt. Hier wird auf jeden Fall mal repariert, bitte. Das kann reingetragen werden. Ansonsten wurde hier, glaube ich, alles repariert. Nee, da fehlt noch ein bisschen was. Aber es wird dann gleich von Pascal und so, glaube ich, gerichtet. Aber ja, wir müssen hier drin auf jeden Fall jetzt mehr Verteidigung bauen. Das geht nicht anders. Wir müssen jetzt bereits damit anfangen. Wenn sie hier hinten kommen, habe ich ein Problem. Da müssen wir hier nochmal eine Batterie bauen. Aber ich merke schon, es wird notwendig. Deswegen werden wir hier auch schon mal ein bisschen glätten. Nur zur Vorsicht. Na, wobei. Das kommt drauf an, aber hier hinten können sie beides abdecken, da so. Wir werden das so ein bisschen gemischt machen. Wir müssen die halt trennen. Aber das bringt mich auf eine Idee. Und da ist unser neuer Rekrut, Diddy. Didi-didi-du. Dann haben wir hier nochmal einen Schutzhelm, Schutzweste und eine Schutzhose. Und ich würde sagen, dass wir auch dann zwei Maschinengewehre vielleicht mal herstellen. Aber Didi kann schon mal hier auch gleich ein Gewehr nehmen, auch wenn es kein gutes ist. Wir müssen auch ein bisschen was herstellen dann. Bei Didi-didi-du. Didi-didi-du kriegt gleich erstmal einen neuen Namen. Und zwar habe ich hier irgendwo auch den Namen aufgeschrieben. Oh ja, hier, genau. Der Name für den Didi, Didi-didi-du, ist der Ludgaloo. Ludgaloo heißt er. Genau. Ludgaloo ist nun auch dabei. Der hat nämlich auch einmal einen netten Kommentar verfasst und der ist mir so ins Auge gestochen. Deswegen, hier werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen bauen. Ich habe nämlich so eine Idee, wie wir das Ganze hier aufziehen können. Ich bin jetzt hier so 3, 4, okay. So. Es wird teuer. Wir brauchen hier mehr Sicherheit. Aber das ist keine richtige Mauer hier, das reicht nicht. Wir brauchen schon Wände aus Kalkstein dafür. Das passt jetzt nicht so ganz von der. Das passt nicht so ganz, wie ich das haben will. Vielleicht, wenn ich hier einen wegnehme. Nee. Aber egal, das passt schon so. Machen wir das so.
Und dann geht das. Jetzt verlieren wir natürlich wieder sehr, sehr viele Bauteile, aber umso wichtiger, dass wir hier jetzt anfangen zu forschen nach Bauteilen. Genau, Diddy. Perfekt. Ich habe Diddy noch nie eingestellt, aber das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass er das macht. Dann kann er sich seine eigene Kleidung nämlich herstellen. Bettruhe, Hilfsarbeit soll er nicht so hoch machen. Das kann der Rex machen, genau. Wir bräuchten jetzt hier einen Schmieden und das genau, perfekt. Dann sagen wir Philipp erstmal, der soll was anderes machen. Der braucht das jetzt nicht unbedingt tun. Ist auch am Forschen hier. Und das geht auch gut voran. Wir haben nämlich jetzt zwei Forscher. Aber natürlich mehr Geschwindigkeit. Und der Ludgar, der wird jetzt ein bisschen üben. Beziehungsweise lernt das jetzt so ein bisschen. Was hat denn der eigentlich aktuell so an? Ja, nicht viel anscheinend. Jetzt hat er sich so ein Ding hier gekrallt. Hä? Hat sich den Schutzhelm da... Bin ich besoffen? Na egal. Gut. Dann habe ich vielleicht auch nicht angeklickt. Ich werde auf jeden Fall noch einen Schutzhelm machen. Vielleicht hat auch ein anderer sich einen Schutzhelm genommen. Ich weiß es nicht. Wir müssen allgemein mal so ein bisschen die Sachen hier überprüfen. Also wer was gerade anhat. Die Schutzhose fehlt da zum Beispiel auch. Naja. Ist nicht so wild. Hier fängt auf jeden Fall jetzt alles an, sich schön auszubauen. Das ist sehr gut. Brauche natürlich jetzt noch ein bisschen ich sag mal eine kleine Verstärkung hier vorne. Gut, wenn da was in die Luft fliegt, ne, ist alles kaputt. Das ist nicht so schön. Aber so ist das halt. Damit muss ich dann leben. So, wir haben jetzt einen Waffenhändler und wir haben Benjamin und der Außenposten. Energie, Power. Das klingt eigentlich nicht so toll. Sollte man nicht nehmen. Der Waffenhändler ist gerade hier unterwegs. Genau, den können wir eben kurz anschnacken mit Tenbuktu. Und dann mal gucken. Oh, Bauteile. Bauteile, sehr schön. Die brauchen wir dringend. Sehr dringend. Fortschritte hier nicht. Muntermacher können wir verkaufen. Den Persona-Kern nicht. Revolver, genau, alles weg hier an Billigwaffen. Schutzhelm aus Stahl, da ist er doch. Das Interessante wird jetzt, wenn die Forschung fertig ist. Und irgendwo liegt da, da ist der schlechte. Ne, ein exzellenter. Ein exzellenter Schutzhelm. Sollen sich nicht diese Cowboy-Hüte anziehen. So, die Raccoon-Rüstung ist fertig. Und jetzt fangen sie an hier zu forschen. Sehr, sehr schön, weil ihr seht hier. Das ist ein bisschen schneller. Wobei das jetzt ist der Abaddon-News, ne? Den will ich jetzt eigentlich gar nicht haben als Forscher. Ich möchte eigentlich lieber den
ein Klausel haben hier. Da geht es nämlich auch deutlich fixer dann. Aber gut, warten wir es erstmal ab. Wir suchen jetzt gezielt nach Bauteilen und ich hoffe, dass hier irgendwo in der Nähe was ist. Die Verteidigung ist auf jeden Fall deutlich verstärkt schon. Ich hoffe mal, dass das energietechnisch auch ausreicht. Ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht ein weiteres Teil hier anschließen. Können wir eben kurz gucken, wo da hier noch Löcher auf der Karte sind. Also die haben wir schon ausgenutzt. Die noch nicht. Den könnten wir auf jeden Fall auch noch machen. Das kriegen wir hin. Müssen wir hier halt so eine Wand lang bauen. Beziehungsweise hier auch alles glätten. Das klappt. Das sollte kein Problem sein. Dass da vorne irgendwie alles weggehauen wurde, finde ich jetzt auch nicht so geil. Das fällt mir gerade erst auf. Ja, sehr schön. Der macht munter weiter hier. Hier wird auch, und hier sind wir schon bei 10%. Sehr schön. Und ja, die Schwierigkeit haben wir ja angezogen. Mittlerweile sind wir bei der, ja, ums Überleben kämpfen. Das heißt, hier werden auf jeden Fall schon härtere Raids kommen. Und dann Blut und Staub vielleicht können wir auch bald machen, je nachdem, wie gut ich mich schlage. Und da vorne haben wir einen Panther, das ist gar nicht gut. Komm mal her. Upp. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Weil bei den Panthern muss man immer aufpassen, wenn die Hunger kriegen. Und einer in der Nähe ist, dann kann das ja ungesund enden. Nee, also nicht für den Panther, sondern für, ne, für unseren Charakter. Und seht ihr, wie schnell die hier sind? Holla, die Waldfee. Das ist awesome. Ich liebe das. Die sind so, so schnell. Auch wenn das hier eigentlich wichtiger wäre, hier vorne. Aber gut, wir müssen allgemein. Heute ist so eine Planfolge, wo wir sehr, sehr viel planen müssen. Hier auch. Da muss auch sehr viel geschliffen werden. Wir müssen einfach unser Netz ausbauen. Ne, ich meine, es ist ärgerlich, dass wir so viel glätten müssen, aber ich meine, sie halten sich ja jetzt ran. Das wird auch gerade entdeckt, die Bauteile. Und wenn wir die Bauteile haben, dann haben wir auch eine, ne, können wir gut an was herankommen. Wir können aber auch noch mal kurz schauen, ob wir hier irgendwo Bauteile auf der Karte haben. Ich sehe jetzt so auf den Schlag hier nichts. Ich will mal eben was wissen, ob man da... Kann man das machen? Nur das Sichtbare sieht man da. Das finde ich gut. Ein Wildschwein wurde zahm. Ja, das kann weg. Ach, Ludger macht das schon. Gar nicht drauf geachtet. So, weil, wie gesagt, das mit dem Schwein, ne, allgemein Tiere sind einfach schlecht für uns. Und wir brauchen mal eben kurz mehr... Ja, genau, mehr Tiere zum Jagen hier. Ach, Wildtiere, genau. Also ich würde sagen, die Wasserschweine können wir jagen. Und die Affen auf jeden Fall.
Alpakas sind auch gut. Ein Casio würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wobei, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine Idee. Das mache ich ab und zu mal. Das kann ich euch übrigens auch nur empfehlen. Weil das hier, sage ich mal, das ist zwar auch, ne, so für die Verwaltung, sage ich mal, sehr angenehm. Man muss da nicht allzu viel tun. Aber wisst ihr, was viel schneller geht? Wenn wir einfach mal kurz gucken. So. Dann suchen wir uns mal eben kurz die Herde mit den Elefanten, beziehungsweise die Gruppe mit den Elefanten. Elefantengruppe. Wo ist die Elefantengruppe? Irgendwo haben wir eine große da. Dann rennen wir hier einfach mal hin. Timbuktu ist ein bisschen lahmarschig. Aber da brauchen wir. So, wenn wir hier fertig sind, ne? Oh. Da mal ein bisschen Deckung. Oh. Nein. Nein. Oh mein Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, aber wir haben alle Elefanten tot. Wir haben sehr viel Fleisch dafür bekommen. Dafür haben auch ein paar Leute hier ein bisschen was auf die Fresse gekriegt. Werden aber gerade versorgt. Ich denke, gesundheitlich geht es denen auch ganz gut. Hoffentlich. Ne, Rex hat ein bisschen was abgekriegt. Aber nee, das abgeschnitten war schon vorher. Nur eine Prellung. Bei Traumtänzerin bin ich mir nicht sicher. Werf sie mal eben hin. Hier irgendwas gedroppt. Die Inventar noch. Ich glaube, die hat ihre Waffe fallen lassen, ne? So. Genau, da ist auch nichts passiert. Aber warum? Hä? Warum kann sie da nicht mehr laufen? Schmerzschock. Oh ja, eine Prellung von dem Elefant. Uhuhuhu. Na gut. Aber ist keiner in Gefahr? Das ist sehr gut. Blutet auch keiner? Alles gut. Alles gut. Dann haben wir hier noch einige tote Elefanten. Müssen wir uns gleich nochmal drum kümmern. Am besten du kommst mal eben her. Komm du mal her. Was tickt denn meine Katze hier gerade so rum? Ey Kitty, was los? Was lobt? Guck nicht wie ein Bahnhof. Weiß schon genau, was ich meine. Wollte ich jetzt nochmal tun? Ach ja, genau. Wollte ihn eigentlich finishen. Aber die sind anscheinend schon alle tot. Ne, der da hinten ist bewusstlos. Meine Katze macht hier echt Unfug. Gerade wenn ich aufnehme. Nicht cool. Ist auch tot. Außerdem können wir jetzt die Waffe holen.
So, und jetzt haben wir mehr als genug Fleisch, nämlich ein Elefant bringt schon enorm viel Fleisch. Und wir haben so viele Elefanten jetzt hier. Das ist einfach genial. Ja, ich wecke die mal eben alle auf hier. Es ist mir gerade egal, ob die dann unglücklich sind. Ich möchte die ganzen hier weg haben. Sekunde. Das ist eine Katze. Ich habe da so ein Rollo vor dem Fenster. Also so ein Schallschutzding ist das auch gleichzeitig. Und die steckt da so den Kopf hinter und das raschelt halt total laut. Ne, ich mach das ja gleich hoch, dann kannst du rausgucken. Hä? Du Vogel. Bin ich so ungeduldig. Mensch. Typisch Katze, ey. Typisch Katze. Na gut. Wir sind schon bei 22% und das freut mich sehr wegen den Bauteilen. Ansonsten bewegt sich hier auch alles nach vorne. Hier vorne sind wir auch schon fast fertig mit den ganzen Glätten. Ja, die Wege sind schon mal fertig. Und ihr seht hier, ne? Die sind beide richtig flott. Und hier laufen sie halt öfter durch, deswegen habe ich ja auch gesagt, der Boden soll geglättet werden, weil ihr seht, hier zum Beispiel 100% Laufgeschwindigkeit. Und hier zum Beispiel 87%. Und auch wenn das vielleicht nicht viel ist, ne, es macht was aus. Und die Wände mache ich eigentlich nur, damit sie sich ein bisschen wohler fühlen. Dass es ein bisschen schöner aussieht. Ja, mehr ist das eigentlich nicht. Das ist so, und das ist so ein bisschen, ja. Das kann weg, dann kann man das hier nochmal fertig machen. Und ansonsten wird hier gerade alles fertig. Wir haben ja wieder keinen Stahl. Der Stahl ist uns wieder ausgegangen. Wieder einmal. Und jetzt erlauben wir das Teil mal da unten, weil da ist nämlich der ganze Stahl drin hier. Da soll er mal ein bisschen bohren gehen. Beim Einsatz des Langstreckenscanners hat Clausewitz ein großes Maschinenreste-Vorkommen in der Nähe gefunden. Allerdings wird es nicht für immer da sein. Andere werden es in 30 Tagen abbauen, wenn wir nichts unternehmen. Das ist eine Quest. Wo ist denn das? Ich glaube, da müssen wir jetzt mal hin. Oh ja, hier vorne. Ein großes Maschinenreste-Vorkommen. Wenn ich versteckt mit Waren möchte ich nicht machen, aber das hier möchte ich haben. Ja, wenn das hier jetzt noch verarbeitet wird und ich ein bisschen Pemmikan bekomme. Wird doch gerade verarbeitet, ne? Genau, da ist schon Pemmikan. Dann würde ich das machen. Wir haben die Quest jetzt für 30 Tage. Also von daher ist es eigentlich okay. Ne, bis dahin werden wir ein bisschen Essen haben und dann schicken wir auch welche los, um das abzubauen. Und ja, wir haben schon wieder 23, bald 24 Minuten und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich das Maschinenreste, das Maschinending vor allem hier abbauen. Hier haben wir auf jeden Fall deutlich die Verteidigung aufgebaut und für die Zukunft, sage ich mal, schon ein bisschen was vorbereitet. Und ja, ich bedanke mich, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen und auf meinem Kanal gibt es weiteren Gaming-Content. Falls euch sowas wie RimWorld gefällt, gefällt euch vielleicht auch der Rest. Ich wünsche euch was, bis dann und tschüss.